Hallo Leute, hier bin ich wieder, euer Zocker XD. Also, falls ihr Call of Duty Black Ops kennt, das ist das für die Xbox. Und ja, also ich habe das halt etwas gecheatet. Bin schon etwas schneller. Hab unendlich Muni. Dann hat man noch God Mode, also kann man alles an- und ausstellen. Ich stelle das God Mode jetzt mal lieber nicht aus. So, da unten ist auch die Rundenzahl. Zoom da mal ein bisschen ran. Jo, und ja. Wenn man Gottmut hat, kann man halt nicht geschlagen werden, dann hat man unendlich Muni. Ja, Geld muss man, hat man aber noch. Da habe ich auch noch was Tolles, was ich entdeckt habe. Man ist auch noch schneller und man hat die Zeus-Kanone. Dann habe ich mir halt die Wildern geholt, jetzt zeige ich euch noch mal was. So, wie hoch ich springen kann hier. Also im nächsten Video zeige ich euch auch, wie das macht, wie ihr das machen könnt. Schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Und dann, ja, wenn ich viele Klicks bekomme und halt Kommentare, dann zeige ich euch das auf jeden Fall. So. Ah, schon an so einem Feuer. Boom. So, jetzt mache ich mal No-Clip an, also dass ich fliegen kann. Tada, ich habe noch was ganz Schönes entdeckt. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier. Was denkt ihr, ist hier drin? Tada. Wenn man teleportet. Wenn man Teleporter benutzt, dann ist das da immer echt cool, ne? So, dann kann man auch, No-Clip, wenn man No-Clip ausmacht, so, dann bleibt man hier drin stehen, wow. Oder mit der Railgun. Ja, fliegen wir noch ein bisschen herum. Hier, man kann auch in die Nebenräume fliegen, wenn ich das mal wieder finden würde. Die sind auch im Spiel eingebaut. Zum Beispiel da. Ja, das ist auf jeden Fall ein Nebenraum. Da kommen wir halt hin nach dem Punchen. Ja, da gibt es auch noch andere. Hier zum Beispiel. Okay, jetzt zeige ich euch noch was Tolles. Ich filme diesmal auch mit meiner Kamera, mit meiner Handykamera, deswegen ist die Quali nicht so gut, also nicht wundern. Ja. Hier, da ist die Sonne und das im Raum habe ich auch noch entdeckt. So, tada. Oder so, jetzt fliege ich mal weiter. Jo, das war's dann auch, also da. Ja, Gottmut habt ihr dann halt, dann könnt ihr halt nicht geschlagen werden. Ich zeige euch das mal eben. Also man, ja, hier, das ist auch noch ganz schön. So, auf Back macht man dann Gottmut aus, Gottmut aber an. Dann verliert man halt immer die Zweitwaffe, die fällt dann irgendwo rum. Da ist die Wilder, seht ihr? Aber leider kann ich die nicht aufheben. Fliegt man hier runter. Da ist hier. So, jetzt zeige ich mir. Jo, das war's dann auch schon für meine Zocker XD. Ja, Runde 70. Warten. Wenn wir Runde 99 kommen, was ich aber nicht glaube, weil es schon sehr spät ist. Wir haben nachmittags um 6 angefahren und es ist jetzt fast 12. Zeig mal eben die Uhr. Ja, kennt ihr vielleicht nicht so gut, aber das dauert schon. Also der Hack ist auf jeden Fall cool, ich zeige euch, wie er geht. Ist auch gar nicht so schwer, man hat halt dann eine Datei, ein gehackter Profil sozusagen, muss dann eine Datei von Call of Duty entfernen. Aber dazu zeige ich euch das alles noch im nächsten Video. Mein Bruder weiß noch ein bisschen mehr, der hat das herausgefunden. Ja, dann was auch noch ganz lustig ist, mal da zu gucken, wo die Zombies so herkommen. Darum ist auf jeden Fall. Habt ihr schon gewusst, dass neben hier, dass hier die Zombies rauskommen? Und dann hier könnten die Zombies theoretisch runterspringen. Jo. Ja, wenn man fliegt, checken die Zombies halt nicht, wo du bist. Ja. Oder wo man ist. Ja. Das war's dann halt. Auf jeden Fall sind das sehr coole Hacks. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Peace. Da bin ich nicht vergessen.